Und da sind wir wieder. Ja, mit Katz und Schwert und sie hält sich von uns fern. Warum nur? Von beiden sind den gleichen Block an. Sehr nett. Ja, auch zum Sporen. Ich bin gespannt. In meinem Tunnel. Sie hat's lieber dunkel im Tunnel. Nein, ja. Gar nicht wahr. Ich hab den indirekt ausgeleuchtet. Dafür mache ich ja meine. Ganz ehrlich, ich würde das hier so ein bisschen ausbauen und finde ich das eigentlich ganz schön, so als Freilandportal. Ey. Ich habe keinen Bogen dabei. Ey. Wieso? Wie viel Schaden hat er gemacht? Ich hab zum Glück nicht voll durchgezogen, weil das Skelett schon umgefallen war. Aber in dem Moment halt losgelassen und dann sprang eine Katze da rein. Du hast einen Pfeil im Hintern. Ja, Reggie hatte gerade einen im Fuß und schwebte über dem Boden. Das fand ich sehr irritierend. Hier sehen Moment, wir warte, schwebe ich Schleimiges, jetzt? Zukünftiges. Nee, der ist schon weg. So etwas, was ich kontrollieren wollte, ist das eigentlich in. Ja, Tatsache. Hm? Ja, auch. Guck mir mal genau auf die Füße. Wenn ich Shift drücke, schwebe ich. Bei mir im Video sieht man es jetzt gerade, weil ich mit der Kamera versuche, das hinzukriegen. Er schwebt? Also bei mir schwebst du nicht. Also bei mir in F5-View sieht es so aus, als ob ich ein paar Zentimeter über dem Block schwebe. Bei uns nicht. Nee. Gut. Bist keine bezaubernde Genie. Dann. Was denn? Ja, und willkommen zur nächsten Timelapse-Aufnahme für die Slime-Farm. Ist unsere Gedächtnisbank eigentlich noch da? Ja, die steht da noch. Ist sie für dich nicht gerendert? Mann, bist du schlecht. PvP ist ja auch noch meine das Weißen, was ich da hingebaut hatte. Auch noch zum Teil da. Ja, und mal zur Auflösung, irgendein Scherzkeks. Mal, wie gesagt, wir sind immer noch zwischen den Timelapse-Aufnahmen für die Slime-Farm. Ohne Worte, oder Leute? Und da kann man eigentlich nur eines mitmachen. Komme ich da hin? Kindisch, eindeutig kindisch. Meinst du nicht pubertär? Könnte dir ein bisschen Netherstein geben. Oh mein Gott. Hui! Wie war das nochmal mit wir bauen noch ein Gefängnis? Jetzt setzt das in Brand. Ja, ein bisschen Slime-Farm. So viel zum Thema, was ich davon halte. Hui. Lalala. Du setzt das Penis in Brand. Hä? Ach doch, brennt jetzt. Ich wollte gerade sagen. Okay, jetzt muss ich mir erstmal wieder was zu spachteln besorgen. Ich bin etwas out of Nahrung. Da sind noch Kartoffeln drin. Und am Ende steht da irgendein hässlicher Schriftzug da stehen, der in irgendeiner anderen Sprache was bedeutet. Das wäre blöd. Da nehme ich mir mal die Hälfte von. So. So, wo geht's in deine Behausung? Die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Kannst du auch hier rein? In der Theorie könnten wir auch hier unten momentan durch den Baueingang reingehen, ja. Okay. In der Praxis soll der Haupteingang da dann mal über die Brücke gehen. Weshalb ich mit der Portalpositionierung. Naja, gut, doch, dann müsste ich hier dann Sand wegnehmen und. Man könnte da ja so ein irgendwas Schickes drauf bauen und hier eine kleine Treppe hoch, das geht doch. Müsste man hier die Ecke vielleicht ein bisschen runter terraformen und dann hier so, weil hier wahrscheinlich dann auch noch die Brücke da hinten, wie gesagt, die Chipsdose, wollte da hinten auch noch was bauen. Ich fange auch schon damit an. Das ist eine Keksdose. Nee. Hallo Keksdose. Hui. Ha. Man fühlt sich wie auf dem roten Teppich. Aha, sehr schick. Ja, ich habe mir gedacht, mal so hier so ein bisschen mit meiner sterilen Bauart mal so ein bisschen was dazwischen gelötet. Oh, nice, nice. Oh, ich habe jetzt auch Glowstone, ne? Ich glaube, das hier ist ein bisschen Fabrik. Das können wir dann hier doch direkt mal meinen einheitlichen Fauxpas aus.
Nein, verdammt, kein... Na ja, gut, hier hinten müsstest du irgendwo zu den Tieren gehen, wenn ich mich nicht, oder zum Farmen zumindest, ja, wenn ich nicht irre. So, schon viel besser. Ha, Kartoffel. Kartoschki. Was denn? Ich habe seine total tolle neue automatische Hühnerfarm entdeckt. Viele Schafe und ein Schwein. Hatte ich ihn nicht Hallo, gesagt, Kruzi, er soll nicht so viele von diesen scheiß Hühnern hier reinpacken? Bau am besten eine Piste dahinter und kill die Hühner per Knopfdruck. Ja. Offizielle Genehmigung von mir als Super-Server-Admin. Hast du die Kaktusfarm auch gesehen? Mhm. Hab mir hier oben schon alles angeguckt. Sehr schön. Bin irritiert über den einen Fremdgänger im Schafgehege. Ja, das bin ich auch sehr irritiert darüber, wo der herkommt. Das muss ein Name-Tag haben, ist bestimmt reingefallen. Hä? Welchen meinst du? Das Fremdgängerschwein da hinten. Da ist auch eine Kuh drinne. Wo ich auch nicht weiß, wo die herkommt. Ach, da hinten, Tatsache. Und irgendwie fehlt hier auch ein Ende Erde, weil das war eigentlich ein gerader Abschluss. Egal. Ja. Wie gesagt, also hier hinten ist Melone. Da versucht er einen großen Sprucewood zu züchten. Ja, ich bin noch nicht lange genug hier, um das Ding, um den Schrank zu laden, dass das Ding wächst. Ja, ja, ja. Da ich ja in letzter Zeit immer... Warum ist hier eigentlich immer ein Kartoffelfeld kaputt? Böse Mobs, die drauf springen oder Mitspieler, die darüber laufen und springen? Bei mir war es noch gar nicht. Ja, und hier ist halt auch diese schöne... die braune Teppichkante markiert den mobfreien Bereich. So ist der noch funktioniert. Ja, wie gesagt, das hier ist dieser Hyper... Ein bisschen Farm. Zum Cleanstone machen, ne? Auch für alles andere. Warte mal, ich schmeiße hier mal eben... Habe ich noch irgendwo noch mal eben kurz 8 Kohle? Ja, unten. Kannst du dir gleich mal den Durchgang hier noch angucken? Ja, die andere Seite muss ich noch fertig machen. Da oben ist war da noch nichts. Da ist noch Höhle. Doch, hier ist Gravel. Ah. Wie gesagt, wenn du hier unten dann hinter dem hübsch ausgebauten lang gehst, kommst du in den momentan noch das Treppenhaus muss ich nochmal umbauen, das passt noch nicht ganz. Ich komme noch nicht ganz dahin, wo ich hin wollte, aber das Treppenhaus habe ich vorher gebaut. Es war mit Zufall, dass das passte. Na, verdammt, hier ist gebrannt. Ah ja. Es werden Erinnerungen wach. Ja, wie gesagt, das ist noch... Ja, schade, das Holz ist nicht ganz weggebrannt. Ja, das kommt dann bei zweiten auch noch weg. Stellenweise schade, dass er mit Feuerpfeilen sowas nicht anzünden kann. Andererseits auch wieder gut. Das könnte sonst zu äußerst ganz vielen bösen Trollereien führen, ja. Ja. Wo soll ich jetzt schon wieder hin? Hinter dir. Ach, da. Bist du nämlich vorbeigerannt. Ich glaube, ich muss mein Field of View doch auf Quake Pro drehen. Oh, nee, das konnte ich schon Quake Pro nicht ab. Warte. Also Video Settings. So, weil es ein Zuschauerwunsch war, ist mal bei Battlefield gemacht. Jeder, der sowas nicht ab kann, sollte jetzt wegschauen. Tut es. Ich weiß gar nicht. Also hier drin ist das gar nicht so schlecht, so schlimm. Und das machen wir auf dem PvP-Server mit haufenweise so Leuten. Ich glaube, hier draußen ist das Ganze schon ein bisschen, ja. Yeah. Wie gesagt, oben schmeißt du dein Brenngut rein, unten in das Ding die Kohle und dann brauchst du noch auf das Knöpfchen drücken. Und weil die Comparator jetzt halt schon da hinten mit drin sind. Fährt der oben jetzt so lange da, bis er leer ist. Dann bläht er auch auf Parkposition und die Kohle und die Kartoffeln sind sauber auf die 8 Furnace verteilt und backen durch. Dem vorausgesetzt, sie haben dann einen Platz, wo sie hinbacken können. Ich musste da mal gerade ein Steckglas rausnehmen. Ja, wie gesagt, ich habe halt schon mal, nebenbei arbeite ich auch schon mal für die Ressourcen, die ich für die Slime-Farm brauche. Also so ein Setting könnte ich mir vielleicht auch überlegen. Muss ich mir mal ganz genau zur Not bei Zeiten genau angucken. Jetzt komme ich ja etwas schneller hierher. Ich werde die andere Seite auf jeden Fall den Aufbau noch aufnehmen. Das werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich noch mal machen. Wenn nicht heute, dann die Tage.
Dann beim nächsten Mal, wenn wir uns eine Aufnahme so, dann will ich mir mal die zukünftige Stadthalle anschauen. Damit ich dann sagen kann, Leines, ich war da, du nicht. Ja, genau, wir haben es ja auch auf Video. Videobeweis. Die Position der Karte, sage ich gleich voraus, ist noch nicht fest. Hui, hui. Alter Schwede. Also das auf Dauer zu machen, ich glaube, da würde ich auch irgendwann einen epileptischen Anfall bekommen. Halb fertig mit Loch in der Wand. Ja, und auch die Tür ist irgendwie... Vor allem sieht die Seite so nicht sticky-mäßig aus. Deswegen braucht er wahrscheinlich auch Sticky Pistons. Und vor allen Dingen, warum hat er auf... Ja, super, man muss beide Türen im Verhand öffnen. Klick, klick, bumm, aua. Okay, 80 ist definitiv das höchste der Gefühle. Ja, aber na gut, er hat sich Mühe gegeben, das muss man mal sagen. Soweit sieht es doch schon mal nicht schlecht aus. Man kann sich vorstellen, dass das hier mal ganz schick wird. Jetzt weiß ich auch, warum er so viel Wolle braucht. Ein Teppich. Sollte vielleicht mal meine Schafe nach Farbe sortieren. Ja, ist immer sehr hilfreich. Aber du hast ja die Schaffarm gesehen, das ist ziemlich... Ja, theoretisch Schafe rausholen, trennen, zur Not umfärben auf die richtige Farbe und alles, was nicht passt, töten. So, wo war denn jetzt diese Kompaktfarm, von der du erzählt hast? Gehst du zu den Feldern hin. Hinter dem Feld ist so ein Glaskasten, da sind die Füße. Also hier ist ein Schafgebastel und hier ist ein Schafloch mit... Sie haben mehr Platz als in seiner anderen, glaube ich. Ja, aber die ist ja auch nicht gerade weit weg. Ja, und was braucht man so viel? Ganz ehrlich, was braucht man so viel? Wenn man Tiere tötet, züchtet man sie vorher nach und danach, ja, pum, tötet man sie, die man braucht. Aber man hat doch nicht zigtausend Tiere, die man nicht benötigt. Ja, schon. Zumal, zum Beispiel Schafe, 10 Stück von jeder Farbe reichen theoretisch für kleinere Sachen. Wenn man größer bauen will, muss man dahinter Geduld haben. Oder macht kurzfristig... Warum hat er da drunter eigentlich auch noch Glas sitzen? Keine Ahnung, wahrscheinlich und kann man... Und drunter sind noch 4 für die automatische... Ach du, nein. Also er hat da schon ordentlich reingehauen. Selbstbedienung, maximal 32 nehmen, bitte Eisen etc. senden. Was? Was? Ach so, wegen den... okay. Da ist ein Block. Aha. Also er macht hier einen Kentucky Fried Chicken auf, oder wie? Ein Kentucky Linus Chicken. Verdammt, das wollte ich auch schon bauen. Nur, ich würde es anders machen. Ein Linus Chicken? Willst du freiwillig bauen? Naja, wenn wem schmeckt, ne? Nimmt die Eier. Die Eier gehen in den... Ach, so macht er das. So, blöd. Wir hier, irgendwo hier hatten wir doch noch das, noch eine Brücke. Gar nicht mal so blöd. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass er sagt immer, ja, habt ihr einen Lava-Eimer? Weil er nicht so faul ist, selbst Lava zu holen. Aha, ich glaube, das ist das Creeper-Loch, in das ich gerade reingefallen bin. Das Creeper-Loch? Ja, sehr gut ausgeleuchtet. Ich sehe gerade durch meine Helligkeitseinstellung nichts und bin gerade in ein Loch gelaufen. Hab schon gedacht, okay, gleich bin ich tot. Nee, es ist nur 2 Blöcke tief. Wo bist du denn hingegangen? Hier müsste das irgendwo sein. Ich bin hier gelaufen und ja, ich sehe da nichts als Loch, weil bei mir ist das wirklich... Aua. Schwarz. Für mich ist das wirklich schwarz. Was macht ihr da? Ja, der gute hat etwas niedrige Brightness-Einstellungen. Beziehungsweise, das kommt irgendwie durch dieses Texture-Pack. Ja, ein dezentes Portal. Dezent? Beginnen wir mal Hausfriedensbruch. Endgegner Eisentür. Wow, hier sind Löcher im Fußboden. Jaha. Und ein Huhn vorm Portal mit Ei. Mann, der Creeper hinter dir! Wo kommt der denn her? Scheiße! Wo kam der her? Soweit ich das gesehen habe, von oben. Ich gehe mal davon aus, hier ist irgendwo... Schlechter ausgeleuchtet als bei mir. Habe ich Holz dabei? Nein, gut, dann müssen wir mal eben... Ich gehe mal eben kurz Holz holen für die Kiste, damit wir wieder den ganzen Krempel einsammeln können. Ich fackel hier in der Zeit mal ein kleines bisschen rum und gucke, wo es...
Also in Linus nix... Haus? Ja, in dem Magierturm. Ja. Eieieiei. Ne? Ja. Auf der Rückseite von seinem komischen Portal fehlt auch ein Stück Haus. Auch weggesprengt. Tut uns very sorry, mein Freund. Tut uns sehr sorry an der Stelle, aber ich habe auch nichts bei für Kisten. Ich bin schon bei mir, ich hol Holz. Ich habe vorhin noch ein bisschen Holz gefarmt. Wer nicht richtig ausleuchtet, ja. Ja. Es würde schon reichen, wenn er ein ordentliches Dach macht. Wenn er da oben nicht ausleuchtet, nicht unbedingt. Naja, man könnte ja eh meinen, dass er da hochgeht, dass er es weiterbauen möchte, aber irgendwie habe ich das Gefühl, hat er gar keinen Bock zu. Ich laufe mal ein bisschen aus dem Chunk raus und kill hier mal alles, was vor der Haustür ist und vielleicht auf dem Rückweg böse werden könnte. Von dir? Holz, 6 Kisten. Minimal, ne? Ja, minimal. Ich habe immer so also Kisten, Repeater und so ein Gezeug habe ich immer mehr, als ich brauche. Ich sollte mich vielleicht auch mal wieder gerade vors Mikrofon setzen und nicht daran vorbeiquatschen. Nicht auch einer. Wo kommen die denn alle hierher, ey? Ich hätte mir vielleicht einen Bogen mitnehmen sollen. Ja, und hier sollte echt mal jemand auch die Umgebung ausleuchten. Sowas ist doch das Minecraft 1x1. Herr Okami. Ja. Bitte. Minecraft für Dummies, soll ich das Buch rausholen? Hol das Buch raus, was wir letztens letztens im Mediamarkt gefunden haben. Wir konnten nicht dran vorbei. Wir mussten es mitnehmen. Ich gucke gleich mal, ob was zum Ausleuchten da steht. So, rennen wir mal über die Brücke rüber. Ich hoffe, da hinten ist sicherer. Nein. Ja. Geh zu Reggie's Haus. Dort ist es sicherer. Gehen wir mal hier rein. So, du passt jetzt mal kurz auf. Ich mach mal eben kurz mein Inventar mit allem leer, was ich dabei habe. Und dann stelle ich da Kisten... Ich gehe einfach hier mal in die Etagen höher, dann dürfte hier eigentlich nichts spawnen. Sammle ich hier den ganzen Krimpel erstmal ein, der hier so ein bisschen rumliegt. Mann! Ganz ehrlich, Reggie, reg dich nie wieder darüber auf, dass ich zu wenig fackel. Tu ich nie wieder. Werde ich niemals wieder tun. Es ist zwar bei mir auch dezent, aber an sich dürfte bei mir nichts spawnen. Ich werde das jetzt nicht sortieren, ich schmeiß das hier einfach nur rein, damit der Mist nicht despawnt. Richtig, so Minecraft für Dummies. Mal gucken, ob da was zum Ausleuchten steht. Creep. Oh, jetzt habe ich gerade gedacht, springt sich der nächste. Creeper, Light Level, Mobs, Spawn, Glöd. Licht oder so. Das Buch habe ich ja noch nicht gelesen, wirklich. Daher muss ich jetzt erstmal selber schauen. Ohne Lava, lalalalala. Haben wir hier Holz? Zwei Dark Oak, sagen wir mal so, Planks. Es wird uns wahrscheinlich den Rest der Season begleiten. Ich werde es mir auch mal zu Gemüte führen, dass ich dann besser zitieren kann. Für solche Situationen. Und genau aus dem Grund bin ich, glaube ich, an dem Buch nicht vorbeigekommen. Minecraft für Dummies. Grundlagen Minecraft. Man sollte es alles wissen, ne? Vor allem in dem Ding, wo man wohnt, sollte man genug ausleuchten. Hier fehlt jetzt noch ein bisschen Zaun, aber okay. Zaun habe ich eingesammelt. Zaun und Tor fehlt da, glaube ich, noch vor seinem Portal. Ich habe noch einen Zaun. Und Moment, ein Tor. Moment, war da wirklich Zaun und Tor vor? Da war Zaun und Tor vor, ja. Okay. Ich baue nochmal Zaun. Tor kann ich leider nicht bauen, habe kein Ölholz. Also keine Planks. Ich auch nicht. Aber du hast ja das Tor hingesetzt. Dementsprechend passt doch. Irgendwie so. Bedenke, er hat gerade gebaut. Es müssten eigentlich zwei Tore rein. Ja. Nein, es war nur eins drin. Ah, okay, gut. Dann habe ich nichts gesagt. So, meine Workbench wieder mitnehmen. Meine Kiste wieder mitnehmen. Das ist ja gut. Ich weiß nicht, ob ich rausgehen möchte. Ich habe einen Eisenhelm auf. Ich bin komplett in Eisen. Geh vor. Er trifft doch so und so wieder dich. Ein Creeper im Wasser. Der Blitz müsste den Creeper treffen, dass wir einen Hypercharged kriegen. Und ja, das geht. In Vanilla. So, laufen wir einfach mal. So. Okay, geh weg. Ich will jetzt nicht mit euch spielen. Und mit dieser kleinen, exklusiven Einlage in wie sprengen wir das Haus eines Nachbarn?
Und da springt sie schon wieder was. Ja, direkt hinter mir. Ja, ich würde ich vorschlagen, wir sicherer. Ich gehe kurz in den Nether, das ist sicherer. Ja, ich würde sowieso vorschlagen, dass wir uns jetzt ein sicheres Plätzchen suchen, denn wir haben wieder 20 Minuten voll. Richtig. Und jetzt haben wir, glaube ich, auch genug gezeigt. Ja. Gut, in dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Hier hat schon wieder jemand gekoppelt. Und, Moment, jetzt komme ich auch nochmal kommen. Nichts ist ausgeleuchtet. Wie gesagt, also ich muss ganz ehrlich, also ich würde hier, wo jetzt das Portal ist, würde ich gerne einen etwas größeren Raum ausheben. Ja, macht mal. Deswegen habe ich da nicht weitergebaut. Also so, so. So in diese Richtung so. Können wir ja genug rausreißen. Dass das hier so ein bisschen wandernah ist. Ich hätte das Portal gerne im Zentrum gehabt. Ja, dann können wir ja nach hier noch ein bisschen vergrößern. Ist ja alles kein Ding. Ne? Wir haben hier genug Platz. Weiß ich nicht, 25 mal 25 könnte ein bisschen klein sein. Vielleicht 30 mal 30 oder so, ja, in der Größenordnung. Gucken wir mal. Auf jeden Fall hören wir jetzt mit der Folge auf. Und richtig. Die Geheimnisse werden uns dann mal, Gedanken darum machen, wie wir das Ganze hier aufzäunen. Wahrscheinlich, wenn diese Entscheidungen wieder offscreen gemacht werden. Und wir werden dann den Aufbau vielleicht aufnehmen. Ja. Richtig. Weil uns dabei zuzugucken, wie wir hier stehen und diskutieren, wie wir es machen wollen, ist, glaube ich, ein bisschen genau langartig. Sag mal so, der Nether ist jetzt verbunden. Das war ja erstmal das Wichtigste für uns, damit wir ja minimal schneller reisen können, zumindest minimal aus meiner Sicht. Schneller. die Minecart-Checks werde ich dann auch noch basteln. Und ja, jetzt aber wirklich vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen. Tschüss. Tschüss.